Einen wunderschönen guten Morgen. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben bei Mitten im Leben. Gestern habe ich den Vlog vorzeitig beendet, falls Sie ihn gesehen habt, denn der Abend bestand aus Clusterfeeding und Wundebrustwarzen. Ich habe nichts mehr geschafft, was ich schaffen wollte. Ich wollte hier im HWR noch die Wäsche falten. Da hatte ich ja angefangen, mit euch zu reden noch. Und dann hatte die Maus Mama-Bedürfnisse und das ging natürlich vor, da habe ich den Vlog dann beendet. Meine Lieblingsmusik. Dementsprechend bin ich aber zu nichts mehr gekommen gestern. Also wir waren dann um 8:30 im Bett und sind auch eingeschlafen. Selbst ich bin auch eingeschlafen und haben dann, also Morla und ich, haben dann bis 4:30 heute Morgen, nicht bis 4:30, bis 5 durchgeschlafen. Also sie war dann auch echt platt und müde und satt. Das tat richtig gut, weil ihr wisst, wenn ich nachts wach werde zum Stillen, dann ist es oft so, dass ich da nicht mehr einschlafen kann. Ne? Dann fange ich an, Kommentare zu lesen, weil ich nicht mehr schlafen kann. Und so fehlen mir dann immer 1-2 Stunden Schlaf. Jede Nacht liege ich da wach und komme nicht mehr zur Ruhe. Und das hatte ich heute Nacht halt nicht. Ne? Ich bin heute um 5 Uhr, habe ich sie dann angedockt und bin dann auch sofort wieder eingeschlafen. Zum Glück bis um 7 Uhr. Boah, und das tat so gut. Das tat richtig gut, mal so durch und auszuschlafen. Dementsprechend. Jetzt schläft sie wieder, genau. Wir sind dann aufgestanden. Bernd war schon wach mit Smurfy. Der war schon hier unten. Ich habe hier die Stoffwindeln gewaschen. Die hänge ich jetzt eben auf. Ich werde immer gefragt, welche das sind. Die sind von Amazon. Ich kann euch die nochmal verlinken. Das sind immer so 6er-Packs. Und da gibt es dann so Vlies dabei. Wo habe ich den? Oh, habe ich jetzt hier unten keinen, den ich euch zeigen kann. Aber das sind so Windelvlies. Das sind so lange Einlagen. Da sind für jede Windel 2 Stück dabei. Also dann habt ihr 6 Stoffwindeln in verschiedenen Mustern. Die könnt ihr euch aussuchen. Also 6er-Packs könnt ihr euch aussuchen, nicht einzelne Windeln. Und 12 von den Windelvlies. Die sind von, ich glaube, 6 bis 15 Kilo. Die kann man hier so verstellen. Ne? Und wir benutzen aber nicht den Windelvlies, sondern Mulltücher, nicht Mülltücher. Und falten das zu einem Dreieck mit Steg, heißt es, glaube ich. Dann ist halt zwischen den Beinen ein bisschen mehr Stoff. Damit kommen wir super klar. Die kann man dann bei 60 Grad waschen, ohne Weichspüler. Und meine Stillpads wasche ich dann auch damit. Ich habe ja diese wiederverwendbaren. Ohne Weichspüler wasche ich das. Fand ich auch wichtig, dass das nur Baumwolle ist, weil mir jucken die anderen. Die kann ich euch auch mal verlinken, wenn ihr möchtet. Die sind ein bisschen teurer. Ist das Licht wieder ausgegangen? Aber ja, die verwende ich halt die ganze Stillzeit und das macht sich voll schnell bezahlbar. Nicht bezahlbar. Bezahlt macht sich das ganz schnell. Ach, schaut mal, hier ist so ein Windelvlies. Die sind damit bei. Die kann man dann reinlegen. Die finde ich nicht so gut. Also damit komme ich nicht so gut klar. Wir nehmen immer Mulltücher. Eigentlich wollte ich nach der Schwangerschaft regelmäßig Body-Update-Videos oder Fotos machen. Habe ich nicht gemacht. Habe ich einfach vergessen. Keine Zeit für gehabt. Keine Ahnung. Und jetzt ist ja die Maus 9 Wochen alt. Ich wollte euch mal den Bauch zeigen. Ich wollte es gerne auch für mich eigentlich festhalten. Ne? Habe ich halt ja nicht geschafft. Ich habe immer noch diese Linie hier. Diese Linea Negra, die ist zwar schon ein bisschen verblasst, aber sie ist noch da. Und so sieht's aus. Ich hatte nach der Geburt, innerhalb der ersten Woche, so ungefähr 10 Kilo abgenommen. Und die letzten 5 Kilo der Schwangerschaft hat sich nichts getan in den letzten 8 Wochen. Ich bin schon ein bisschen verzweifelt. Ich weiß, dass ein Körper genauso lange braucht, die Kilos wieder zu verlieren, wie er gebraucht hat, die aufzubauen. Also man soll seinem Körper halt mindestens 9 Monate geben.
wieder die normale Figur zu haben. Ich weiß das alles, dass das normal ist. Und ich mache mich deswegen auch nicht bekloppt, aber ich habe mich schon gewundert, ne, dass es so gar nicht weniger wurde. Ich war die ganze Zeit bei 70,8, so um den Dreh war es die ganze Zeit. Und jetzt, gestern, war ich bei 69,3. Und das habe ich so gefeiert, so unter 70. Ne? Die einen oder anderen können das vielleicht nachvollziehen. Ich weiß, es ist nur eine Zahl und sagt nicht viel aus, ne? Ob jetzt ein Kilo mehr oder weniger. Ich weiß das alles, aber trotzdem habe ich mich gefreut, dass ich unter 70 war. Ja, vielleicht können das einige von euch nachvollziehen, warum ich so reagiert habe. Ja, meine Maus, bist du frisch? Was erzählst du uns? Ha? Ja, hallo. Hallo. Was wollte ich euch noch sagen? Ich hab's vergessen. Ja, hat die Mama vergessen, was sie sagen wollte. Keine Ahnung. Dir geht's besser, ne? Dir geht's besser. Ja. So süß. So, Vorsicht, weil unten rum hat sie nichts an. Ja, dir geht's besser, ne? Ja, du Maus, erzähl mal. Erzähl mal. Ja. Hast du gestern ganz viel Clusterfeeding gemacht, ne? Ja. Ja. Ja, super, wie du erzählst. Ja, schön. Toll. Die Maus. Ja, ich trage auch immer noch meine Schwangerschaftshosen. Ich finde es einfach wesentlich gemütlicher, da so viel Platz drin zu haben. Und ich habe mich ehrlich gesagt auch noch nicht getraut, meine anderen Hosen rauszuholen. Weil wenn ich die dann anprobiere und ich kriege die wahrscheinlich nicht mal über den Popo, dann wäre ich doch deprimiert. Also ich habe den Tag mit Calvino alte Videos geguckt, so Ägypten-Vlogs habe ich mir angeguckt hier auf unserem Kanal. Und auch wenn ich da jetzt nicht so im Bikini rumlaufe oder so, aber man sieht halt einfach im Gesicht, dass ich sehr viel weniger gewogen habe. Ich habe ja schon zugenommen Anfang letzten Jahres, als ich aufgehört habe zu dampfen, ne, durch diesen Nikotinentzug, habe ich mir schon 5 Kilo angefuttert, war dann so auf 65. Und dann kurz vor 80 Kilo am Ende der Schwangerschaft. Ich kümmere mich mal um die Maus. So, hier soll ich dir jetzt was erzählen? Ja? Mittlerweile ist sie total gerne hier so auf dem Kissen. Und die Mama erzählt dir was, ne? Dass die Mama dir eine Geschichte erzählt? Nein? Oh, normalerweise findet sie das total toll. Jetzt nicht? Mhm. Uns wird jetzt hier gegessen. Und zwar mache ich mir Brötchen. Die toaste ich mir jetzt auf. Die hat der Bernd gestern in Lüdinghausen mitgenommen. Ich gehe nicht raus mit einem Hund. So. Ich bin noch nicht groß zum Aufräumen gekommen, deswegen steht hier noch alles rum. Hier haben wir gestern noch ein paar Farben von Action geholt. Ich habe euch gezeigt, dass wir so eine Leinwand geholt haben zum Bemalen mit Acrylfarbe. Und wir brauchten Grün und Gelb, ne? Das ist Masse geworden, diese Soße. Die ist einfach... Ach so, ja, ja. Aber die wird, wenn du die flüssig machst, wird die Soße wieder... Wie? Wenn du die, wenn du die warm machst, wird die wieder die flüssig. So, genau. Deswegen hatte der Bernd so ein Set dann direkt mitgebracht. Das muss ich nochmal wegräumen. Der Calvino hat nämlich gestern angefangen zu malen. Das Bild ist da oben. Das ist aber noch nicht fertig. Aber ich räume jetzt nebenher so ein paar Sachen weg. So. Jetzt, wo die Maus schläft. Genau, da unten ist unser Basteldings. Und wenn ihr euch fragt, wer das ganze Klopapier im Land hat, wir. So. Ja. So, das mache ich mir auf die Brötchen. Achso, dann habe ich hier den Bilder mit Fotos. Und wir wissen noch nicht, wo wir ihn hinhängen sollen.
Mal schauen, was ich mal drauf mache auf die Brötchen. Hab mich noch nicht entschieden. Mausegeräusche. Süß, oder? Ich kriege da nicht genug von. Ja, ich habe jetzt hier ein bisschen gewütet. Ich habe mal den Toaster sauber gemacht. So die ganzen Krümel da rausgeholt. Dann ist das total ausgeartet. Dann war hier alles voll Krümel. Diese ganze Theke, die wir haben. Dann habe ich das alles eingesaugt und so. Naja, egal. Jetzt ist es wieder sauber. Alles, was mal so liegen bleibt. Und hier geht gerade die Welt unter. Wir haben total Aprilwetter. Habe ich hier jetzt Schokolade oder so gehabt? Ich habe mich gerade genascht. Ich war mit dem Smurfy gerade ganz schnell spazieren. Ich gucke hier aus dem Fenster, deswegen gucke ich so an euch vorbei. Der Himmel ist total dunkel gerade. Es hagelt, es blitzt, es donnert. Unglaublich. Und als ich mit Smurfy gerade war, war strahlender Sonnenschein. Ich habe nämlich bemerkt, es hat aufgehört zu regnen und habe sofort gesagt, so jetzt oder nie. Ne? Die Maus war noch wach, die ist dann draußen eingeschlafen. Das hat super gepasst alles. Richtig Glück gehabt. Das ist immer so, ne, schaffe ich das, wenn sie jetzt wach ist im Tragetuch. Nachher fängt sie an zu weinen oder so, aber alles war gut. Ja, die Zeit super genutzt und der Smurfy hat alle Geschäfte verrichtet. Jetzt würde ich nicht gerne rausgehen. Ich zeige euch das. Sieht man das? Das hier auf dem Fenster, da ist richtig Hagel so liegen geblieben, wie Schnee quasi. Ja, und wir haben auch den Kamin an, weil es ist kühl hier dran. Wir haben ja die Fußbodenheizung aus jetzt seit ein paar Tagen, also seit ein, zwei Wochen. Und man gewöhnt sich daran, dass der Boden schön warm ist. An den Füßen ist es richtig angenehm. Man kann quasi barfuß laufen und es ist immer richtig schön. Und ja, jetzt sind die halt kalt, die Fliesen. Und weil es draußen auch kalt ist, wir haben jetzt 4 Grad draußen. Deswegen läuft der Kamin jetzt. Und jetzt ist richtig schön muckelig hier. Kann man entspannen. Die Maus hören und den Kamin angucken. Das mache ich jetzt ein bisschen. Er entspannt auch. Als Bernd gestern die Farbe geholt hat im Action, hat er eben nochmal diesen roten Knochen gekauft, den ihr da seht. Da ist ein Quietschi drin. Den hat er schon mal gehabt für 99 Cent. Und da hat er die Quietsche irgendwann kaputt gemacht. Da hat er sich total gefreut, als er den gestern ausgepackt hat und dann hat er wieder gequietscht. Jo, da hast du dich gefreut, ne? Die liebe Sandra hat mich auf Instagram angeschrieben und hat mir geschrieben, dass ihre Mama Christine, die ich hiermit ganz lieb grüße, jeden Abend meine Videos schaut und ihrer Tochter schon öfter von mir erzählt hat. Und ja, also ganz lieben Dank, dass du meine Videos so gerne schaust und sogar von mir sprichst mit deiner Tochter. Da fühle ich mich wirklich geehrt. Ich grüße dich ganz lieb und wünsche dir einen schönen Abend. Schaut mal, wer eingeschlummert ist. Ist jetzt auf ihr Kissen gelegt und es hilft uns immer als kleinen Tipp, wenn wir so ein bisschen was vor die Augen legen. Ich weiß nicht, dann fühlt sie sich, glaube ich, besonders geborgen, komfortabel, wie auch immer. Und ja, ich habe schon angefangen, das Sofa heute Morgen abzusaugen, vor einigen Stunden. Jetzt mache ich mal weiter, ne? Weil hier habe ich noch nicht gesaugt. So, das muss ich euch jetzt einfach zeigen. Calvino hat mir gerade gezeigt, dass seine Jacke mal wieder der Reißverschluss hier oben am Hals, also der ganze Reißverschluss ist aufgegangen und hier oben war er dann zu und ging nicht mehr hoch. Also klar, weil am Ende war und runter ging es auch nicht. Und das hat er schon bei so vielen Jacken gehabt, dass der Reißverschluss einfach geschrottet war und nicht mehr aufging. Und jetzt gebe ich euch einen Tipp, den meine Mama mir gegeben hat, der mich schon so oft im Leben gerettet hat, mit Kerzenwachs. Den Reißverschluss komplett einreiben und dann hin und her, her und hin und dann geht der wieder auf. Ich mache das jetzt mal weiter und dann zeige ich euch das Ergebnis. So, ich habe ihn jetzt wieder unten. Natürlich sind jetzt hier überall so ein paar Wachskrümmel, aber egal. Hauptsache, der funktioniert wieder. So, das testen wir jetzt. Also da ging wirklich gar nichts mehr, ne? Und jetzt schaut. Ein paar Mal noch vielleicht hin und her.
zack, zack, zack. So, hier oben ist die kritische Stelle. Da muss ich jetzt ein bisschen gucken, nicht dass da ein Knick ist. Die reibe ich nochmal extra mit Wachs ein. Funktioniert wieder. Zack. Und auf, ja, mit einer Hand. Das ist doof, ne? Aber es geht wieder. Tada! Und damit, meine Lieben, werde ich mich... Oh, ich habe noch meine Brille auf, wir waren gerade nochmal spazieren. Werde ich mich von diesem Vlog verabschieden. Ich danke euch wie immer fürs Zuschauen und würde sagen, bis morgen. Tschüss!